Ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Infinity Train. Nachdem alle Fehler behoben worden sind, heute wieder mit dabei Summicon. Servus. Und Pandora. Servus. So, bevor wir uns am Weg zu... Nein, ich muss mich zuerst beschweren. Beschwer dich. Ich beschwere mich jetzt, weil im Normalfall nimmt man die Frau zuerst und dann den Mann. Nein. Doch, sehr nein, wohl. Nein. Ja, das geht mal gar nicht, ja. Hast du kein Benehmen? Also dich benehmen. Nein, eh nicht. Arius weiß nicht, wie man schreit. Überhähnchen. Na passt, auf jeden Fall, bevor wir uns jetzt auf den Weg zu Diamantstreckenbaustelle begeben, schauen wir da jetzt nochmal beim Summicon vorbei, was er so Schönes produziert, außer Blumen. Du Blödsinn. Ganz viele Blumen. Da macht er aber Bienchen und Blümchen und noch mehr Bienchen und Blumen. Erstes gibt epischen Speck. Ich will epischen Speck haben. Mach mir epischen Speck. Alle Farbstoffe. Was? Wir brauchen alle Farbstoffe? Ich brauche einige Farbstoffe. Epischer Speck. Der ist bumm. Oh Gott, was sind die viele Farben? Hab ich so ja gesagt. Wala. Aber was cool. Epischen Speck? Ja, epischen Speck. So und dazu. Sogar Schokoladenspeck. Dann besuchen wir mal Pandora. Haben wir Kakaobohne? Falsch, nicht gerade Sachen. KKO. Nein, haben wir nicht. Kakao. Im Kaktus immer. So, da. In der Küche hat sich nicht viel verändert. Es gibt Wildschweine. Ja, es gibt Wildschweine, aber es gibt auch keine Wildschweine. Alles wird gut. Anders war es, gibt wirklich Wildschweine, aber es gibt auch keine Wildschweine. Was du schauen kannst, ob vielleicht die Devi Kakaobohnen hat. Die hat sicher welche, ich glaube welche. Oh. Ah, warte, ich bin nicht mit dir befreundet, kann ich nichts klauen. Siehst du, dafür ist man abnimmt. Kakaobohnen. Bitte mal 4. Hast du Gruppen? Was hab ich? Gruppen. Oh. Das könnte gar kein Problem sein. Wir haben nämlich kein Tropenholz. Ah, wir haben einen Tropenbaum setzen. Hey. Kommst du mit? Was? Wohin? Hast du nicht meine schöne Bäumchen gesehen? Na, ah, da hinten, oder? Ja. Ah, da. Hast du ja eh alles. Da habe ich Apfelbäumchen und Muskatnussbäumchen. Und da, schau, komm her. Schau, da hast du einen Setzling und da hast du hier mal Kakao. Ja? Und ich geh jetzt was arbeiten. Und da geht jetzt was arbeiten. Also, er tut so, als würde er arbeiten. Hey. Das. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Was geht nicht? Warum arbeitet das nicht? Was haben wir nicht? Datengewebe. Nein. Oh. Tu das nicht. Tu das nicht. Was? Tu es nicht. Wer soll was nicht tun? Hast du einen Creeper mit dir gehabt? Nein. Was? Ich hab mir schon gedacht, das will irgendwas explodieren mit dir. Darius? Ja. Schade. Ja, dann musst du Seide herstellen. Du hast Bienen. Bienen produzieren Seide irgendwann einmal. Ja. Mit den richtigen Bienen produzierst du sicher Seide. Ah ja, Seidenpropolis. Oh. Na eben. Baut ja ewig. Tja. Musst du züchten. Züchten. Ach, ich will einen Druck. Ich müsste dazu. Warum geht das nicht? Was geht nicht? Das hängt nicht auf dem Kopf. Jo, ein Seidepartner. Und war halt. Ich glaube, ich könnte ein bisschen Gas geben, ne? So.
50 können wir schon fahren, weil wir da drin sind. Na, no, das geht nicht. Was geht nicht? Ich kann den die Kakaobohnen nicht auf den Setzling setzen, sie. Warum auf den Setzling? Auf den Setzling zu. Du musst also, nein, warte, das sind ja Kakaobohnen. Ja, vergiss es. Direkt aufs Tropenholz. Ja, warum hast du mir dann einen Zettel gegeben? Weil ich den gefunden habe. Und ich gut, ob du einen Tropensetzling hast, also einen Tropenbaum hast. Deswegen habe ich dir einen Setzling gegeben. Super. Alles. Da kommt alles schön um die Kurve. Und jetzt sollten wir eigentlich ein wenig ausgeben können. Schauen wir mal, wie schnell wir werden. Und dann können wir nicht mehr abbremsen, sondern gleisen. Und vorne geht es aber eh bergauf. Also. Alter, wer macht Hui? Summe kommt die Schnecke, macht Hui. Hui! Wow. Okay, 115, 100. Okay, ich glaube, das kann ich nicht mehr vorne da bremsen. Bremsen! Oh Gott. Jetzt ist er sich irgendwo dagegen gefahren. Noch nicht. Aber ich bin 30 reich. Alter, 90. Ich werde nicht langsamer. Shit. 80, 70. Geht schon bergauf. Warte mal, geht es bergauf. Schon. Oh, es geht schon bergauf. 60. Wollte ich jetzt. Shit. Die Strecke bergauf könnte nur meine letzte Rettung sein. Oh, komm. Oh, ist die Decke da schon gearbeitet? Na. Oh. Ja, das ist mal alles ein Nein. Oh, jetzt geht sich ganz knapp aus. Es gibt Chili Popos. Boah. Ja, was darf man Toffee machen? Toffee? Genau, Toffees. Ananas. Gerade so, dass ich bremsen konnte. Na, gerade so. Ich glaube, die Strecke bergauf hat man da jetzt gerade ziemlich in den Hintern gerettet. So. Und stopp. So. War's nicht. Was? Habe ich keine Steine mit? Oh, wir haben Steine mit. Gut, passt. Voll cool. So, da legen wir jetzt zuerst einmal Stein. Aber nicht da. So. Ups. Schildkröte. Was ist mit der Schildkröte? Da machen. Da können wir auch überall noch. Da kommt jetzt Kies rein. Zufälliger Taco. Na da. Was, du machst einen zufälligen Taco? Da stand gerade zufälliger Taco. Okay. Okay. Zufälliger Taco. Boat in the hole. Na dann. Yorkshire Pudding. Was Boah, hast du da für Produkte bitte? Toad in the hole? Ja, allgemein da. Masala. Oh, ich kann Marzipan machen. Nein, ich hab keine Ahnung. Ich kann Mango-Chutney machen. Oh, ich hab keine Mangos. Oh. Gravy, was ist Gravy? Oh, ich kann Eis machen. Wirklich? Politanische Eiscreme. Was? Pomoni-Eis. Politanische? Ja. Und dann? Pistazien-Eis. So, wir hängen da wieder unser Bergbaugerät an. Schade, dass du nicht 6 Jahre alt bist. Warum? In Wien gibt es eine Veranstaltung, die Geheimnisse der Freimaurer. Ah. So. Wie haben wir das gehabt? Da war der Kies, ne? Popcorn. Da war die Erde. Und da war die Kohle. Ich kann die Soße machen. Oh ja, die Kohle war da. Die fährt sogar richtig, ich mag's gar nicht. Oh Gott. Bohnenburrito.
Ich mach Pfannkuchen. Du machst Pfannkuchen? Ja. Wer will Pfannkuchen haben? Niemand. Das sind dicke Palatschinken, was sie ist. Du Bär. Domikon, möchtest du Pfannkuchen? Bitte nochmal, Entschuldigung. Möchtest du Pfannkuchen? Ja. Ja, er will schon Pfannkuchen. Ja. So. Nö. Warum brauche ich keine Eier? Na, das ist ja leider immer noch ein Nachteil. Wir müssen zuerst da die normalen Schienen vorlegen und dann können wir erst die Traincraft-Schiene vorlegen. Was ich auch idiotisch finde, weil das Schienenlegefahrzeug, das Bergbau- oder Schienenlegefahrzeug ist eigentlich von Traincraft und nimmt keine Traincraft-Schienen. Würde ich auch nicht. So. Wenn wir da Start, Stop und so 5 km/h, glaube ich, wenn wir uns alleine losschicken. 6, da lassen wir 6 km/h. So, so die Insel ankommen bei mir. Ja, aber also weniger. Also das sind schon gut. Und wie gesagt, der Weg zu Diamantmine ist ein etwas längerer. Das ist auch noch super. Da ist ein Norbeer-Pfannkuchen. Oh, ja, dann mach mal auch einen, bitte. Du wolltest du nicht. Jetzt kriegt der Somikon ganze 8 Stück. Was? Jetzt fährt der Zug fährt schneller als mein Gleis vorgeht. Das geht gar nicht. Aha. Wo kommst du jetzt daher? Ja, nicht. Geh weg! Einsteigen, schnell! Geschwindigkeit verringern! Antarius? Ja? Kann man aus jedem Samen Samenöl machen, oder? Musst du schauen. Samenkernöl, oder wieder? Kann ich da nicht auswendig sagen, aber ich glaube, wir haben mittlerweile wieder genügend Samen. Was habe ich das letzte gemacht? Hanfsamen, glaube ich, haben wir wieder genügend. Ups. Na, wenn der Hanf blüht. Ja, dann blühe ich auch auf. Nein, Spaß. Du kriegst deine Spinnen raus. Wer nimmt mir meine Samen jetzt weg? Keiner. Doch, da waren gerade welche drin, jetzt sind sie nicht da. Jetzt ist wieder einer drin, jetzt ist wieder weg. Oh, ja. Es wird wahrscheinlich Sprit hergestellt. Oh je. Aber das müsste doch schon lange wieder fertig sein. Das müsste doch schon lange voll sein. Wo holst du die Samen raus? Ja, aus dem Dings. Im E-System. Ja, genau. Ich komme gleich zu dir. Schau es mir gleich an, ja. Warte ein bisschen. Ich versuche gerade irgendwelche anderen Samen. Oder ich probiere es zumindest einmal Du müsstest Alraunensamen, oder? Ich glaube, du müsstest der Weizenkern auch benutzen können. Schau mal, wie viele Weizenkörner im System sind. Gerstensamen. Weizenkörner. Aber du musst eh irgendwo die Rezeptliste haben, oder? Super, das war warte, ich probiere es mal mit Weizenkörner. Ich brauche einfach nur Samenkernöl. Jetzt fährt mein Zug zu langsam. Alter.
fahre ich dann in die Presse. Wo ist meine Presse? Hier ist meine Presse. Wo ist meine Damen? Apfelkuchen. Ja, ich weiß, das hört sich ein bisschen bewährt an. Ein bisschen. Okay, ich glaube, ich soll. Ich brauche bitte noch einen zweiten, der sich schlafen legt. Ja, ohne Moment, ich leg mich schon schlafen. Ups. Aufsatz, sondern das war. Keine Zeit für so einen Blödsinn. Ja. Was sagst du nicht, wenn du dann bei deinem Wald vorne bist und dir ein Creeper entgegenspringt? Guten Abend, oh. Guten Abend. Und ich jetzt anfange zu singen auch noch. Mit auch schön, ja. Bitte auch. Weiß ich nicht, wie es weitergeht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du genau da stehen bleibst, oder? Dort. Nirgendwo anders. Das ist gerade nur ungut. 7, 6, 8, 7, 7. Ich kann nämlich nicht zuhören. Oh. Alter. Das ist jetzt im Ernst. Ja. Rosa. Rosa. Okay, du brauchst mehr Keys. Irgendwie tut sich in der Presse gar nichts. Entweder rennt sie zu langsam oder. Nein, das rennt eh, aber es steht immer 0 und dann, also 0 von 10.000 und dann steht Samenkernöl 10 von 10.000 und jetzt wieder 0 von. Achso, das wird ja gleich rüber transportiert. Ja. So, okay, jetzt habe ich Honig und. Oh. Wir müssen schnell machen. Hol ich das jetzt da wieder raus, haben wir gesagt? Ich weiß nicht, wie weit wir noch vor können. Warum habe ich das in die Schreine? Ich will das nicht in die Schreine leiten. Schreinerei. Der Schreinerei. Ja, aber wie kriege ich das aus der Schreinerei wieder raus? So. Der arbeitet wieder und wir können auch wieder weiter. Indem du es rauspumpst. Ja. Mit Kübel, also mit Eimer. Kannst du probieren, ob es funktioniert. Ja, aber ich kann den Eimer nirgends hinsetzen. Aber also. Wo ist jetzt mein Beutel? Okay. Ja. Warum kriege ich da nicht nochmal Weiße raus? Warum ich brauche nochmal Weiße? Otsch. Oh. Oh, so, ich glaube, die Hälfte von der Strecke bis zum Dorf sollten wir jetzt langsam geschafft haben. 1, 2, 3, 4. Wie gehen die Schienen aus? Oh. Ich glaube, ich habe eh noch hinten welche im Zug drin, Ding, aber. 3, 4. Ja, nein, die Geschwindigkeit zum Zug passt schon. So, schauen wir noch Schienen hinten liegen haben. Wenn nicht, dann wäre es ein bisschen blöd. Bitte, das ist eine Schnellzugstrecke. Aber wir haben ein ganzes Deck haben wir noch nicht, bitte. Kein Platz. Oh, musst du dir Platz machen? Was für Geld. Wie viel haben wir jetzt noch? Also wir sind da jetzt. Dann haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Und wie gesagt, die Hälfte von der Strecke haben wir. Verpacksbuch. Jetzt kommt der Kies auch noch runter, super. So. Ich hoffe, es ist jetzt noch genug. Wachst dir keine Pflänzchen. Oh Gott, sie fängt schon wieder mit den Blumen zum Rennen.
Das heißt schon wieder, das ist das erste Mal. Ja, ja. Aha. Und dann echt schaue ich mir nicht einmal an. Love and peace for everyone. So. Na gut. Wie gesagt, die Hälfte, ich bin jetzt sogar ein bisschen mehr als wir von der, für die Hälfte von der Strecke. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten lassen. Und ansonsten möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder an. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Baba. Tschüss.